Wochen, Leute. 20.000 Abonnenten-Special. Ihr wartet lang genug drauf. Und was machen wir heute? Asiatisches Huhn, Curryreis und Brokkoli. Kann man sich in der Kombination auf jeden Fall reinstellen. Und als erstes brauchen wir natürlich ja den Brokkoli. Klar, den kann man sich hier so schon mal anschauen. Dann brauchen wir Ingwer, eine Zwiebel. Chili, rot reicht, aber ja, Farben wegen rot und gelb, ja. Dann natürlich den Reis. Ich habe hier Natur- und Wildreis gemischt. Das ist was Feines, ja. Zu empfehlen. Ein Knoblauchzehe. Frühlingszwiebel bzw. Lauch. Ja. Wenn ihr keinen Lauch habt, dann schaut euch einfach nur auf Twitter um. Da gibt es genug. Dann zwei Limetten. Bisschen Salz. Selbstverständlich das Huhn, ja, für später schon mal. Brühe, also auch Hühnerbrühe. Bisschen Sojasauce. Koriander, wenn ihr kriegt, dann holt euch natürlich frischen. Das ist jetzt Notfalllösung, da gab es keinen frischen mehr. Dann ein bisschen Pfeffer, ja, auch frischer, natürlich besser, aber ich bin arm, deswegen den hier. Curry. Und den guten Reisessig. Ja, würde ich jetzt auch hier drüber schütten, aber das ist dann halt, wenn man nochmal einen Take machen muss, ein bisschen unproblematisch oder beziehungsweise problematisch, deswegen lassen wir das jetzt an der Stelle. Und Honig, ja. So. Wenn ihr das alles habt, dann können wir weitermachen. Und dann zeige ich euch, wie man die Sachen zusammenrührt, damit da am Ende was Schönes bei rauskommt. So, als erstes müsst ihr natürlich logischerweise das Hähnchen marinieren. In der Zwischenzeit habe ich mein Geschlecht gewandelt. Das ist normal heutzutage. Wir haben 2019, ihr Nazis. Und ihr schneidet also am besten natürlich erstmal die ekligen Fettstücke vom Hähnchenfleisch runter. Das sind Filetstreifen. Besorgt euch auch Filetstreifen und schneidet dann, wie gesagt, das Fett runter. Warum wir damit anfangen, ist ja klar. Ne? Man muss das natürlich erstmal marinieren. Und während die Brühe dann mariniert, kann man eben die anderen Sachen vorbereiten. Wenn ihr es ganz fancy haben wollt und da wirklich 100% auf Geschmack geht, dann lasst ihr das eine Nacht im Kühlschrank abgedeckt stehen. Natürlich mit Alufolie oder Klarsichtfolie drüber. Und dann haut das hin. Ja? Macht einfach so viel Fleisch, wie ihr eben braucht. Das sind jetzt ungefähr 400 Gramm. Das reicht für zwei Personen auf jeden Fall. So, nach dem Schneiden müsste das in etwa so aussehen. Ihr braucht so gefällige kleine Würfelchen, die sich dann später schön marinieren lassen. Und wie die Marinade gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Also, ihr braucht natürlich als erstes mal ein kleines Schneidebrettchen und ein neues Messer, damit ihr keine Vogelgrippe bekommt. Dann nehmen wir Ingwer, ja. Den könnt ihr am besten, ja, so eine halbe Knolle, so ungefähr die Größe, das reicht dicke. Und den könnt ihr tatsächlich am besten mit einem Löffel schälen. Ja, das mache ich jetzt mal hier für euch. So, das ist der fertig geschälte Ingwer. Den würfelt ihr jetzt, beziehungsweise schneidet ihn halt erstmal klein. Damit er nachher schön in der Marinade sein Aroma entfalten kann. So, nachdem ihr den wirklich klein geschnitten habt, könnt ihr ihn schon mal in eine Schüssel reinschmeißen. Und wir machen direkt mit den anderen Zutaten weiter. Wie gesagt, die Chili, eine würde reichen, aber wir nehmen der Farbe wegen beide. Auch klein schneiden. Vielleicht machen wir es einfach ein bisschen geschickter, nehmen die halbe rote und die halbe gelbe. Muss ja auch nicht übertreiben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich esse gerne scharf, aber man muss es bei den Sachen auch nicht übertreiben. Das ist ja wie gesagt nur die Marinade. So, das auch hier mit rein. Als nächstes nehmen wir ein bisschen Honig. Ja. Einfach einen kleinen Klacks, das reicht schon. Eine Limette. Sowohl den Saft der Limette als auch etwas Abrieb. Ja, das dürften so drei Messerspitzen etwa sein.
So, dann den Knoblauch. Wenn ich mir überlege, ein bisschen mehr Zitronen- bzw. Limettensaft kann schon sein. So, läuft. Dann eine Knoblauchzehe. Wenn ihr auch nur eine erfundene Freundin habt wie der Träger, dann könnt ihr da auch mehr nehmen, aber grundsätzlich reicht eine. So, schaut euch das mal an bisher. Kann man so lassen. Jetzt 2 Esslöffel Sojasauce. Da kann man auch ein bisschen großzügiger sein. Machen wir 2,5, so. Der Reisessig, auch 2. Dann etwas Koriander, wie gesagt, der hier ist jetzt gefroren. Das ist Müll, ja. Kauft euch frischen, wenn ihr den bekommt, aber bei mir war es jetzt gestern nicht anders möglich. Macht das einfach nach Gefühl. Ich nehme jetzt mal so einen halben Esslöffel. So, dann verrühren. Erst einmal. Dann eine Prise Salz. So. Eine Prise Pfeffer. So nach Gefühl. So, das sollte reichen. Und dann habt ihr diese Marinade. So, das ist die Marinade. Wie gesagt, das riecht auch schon. Es riecht halt richtig geil durch die Sojasauce, den Ingwer, den Koriander. Die Mischung alleine ist schon sehr geil. Das mischt ihr jetzt natürlich mit dem Hähnchen. Ja. Einfach hier draufschütten. Alles mitnehmen. Dass das nicht umsonst war. Und dann mischt ihr das einfach gut durch. Das ist jetzt, wie gesagt, die Marinade. Wenn ihr das soweit fertig habt, dann nehmt ihr einfach, wie gesagt, ein bisschen Alufolie. Packt das schön ein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, idealerweise lasst ihr das über Nacht stehen. Ich habe das beim ersten Mal kochen über Nacht stehen lassen und das hat dann wirklich extrem gut geschmeckt. Kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Dann zieht es halt auch richtig schön durch. Stell es einfach dann in den Kühlschrank und ja, freut euch dann auf den nächsten Tag. So, während die Marinade und das Huhn im Kühlschrank durchziehen, machen wir jetzt die restlichen Zutaten, die wir später brauchen. Da wäre einmal die Zwiebel, der Brokkoli und natürlich der Lauch. Wir beginnen mit der Zwiebel, natürlich erstmal die Haut entfernen. Schneidet ihr diese Enden auch immer halbwegs großzügig ab. Das ist kein Problem. Ja, zu viel wollen wir auch nicht wegnehmen. Eine kleine Zwiebel reicht, wie gesagt, holt euch auf keinen Fall diese großen Gemüsezwiebeln, das wäre natürlich komplett übertrieben. So, einmal die Zwiebel. Ja, einigermaßen klein geschnitten. Die Lauchzwiebel mache ich direkt im Anschluss. Einfach Gummis weglassen, wie Rainer, wenn ihr Frauen kennenlernt. Das kommt immer gut an. So, und dann schneiden wir das. Wie viel braucht man eigentlich? 2 dürften reichen eigentlich. Schneiden wir das hier einfach schön klein. Das dient nachher auch der Dekoration. Ja, da kann man nichts falsch machen. Ich finde, das kann man sowieso an viele Gerichte dran geben. Die feinen Teile kommen natürlich hier unten erst so richtig. Aber für Suppe zum Beispiel oder... Ach, das kannst du einfach überall drauf schmeißen, sieht immer gut aus. Auch in eine Schüssel geben. Das sieht hier ein bisschen aus wie in Rudis Feldkantine, aber das räumen wir später dann noch ordentlich zusammen. Gut, wenn ihr das soweit fertig habt, dann könnt ihr mit dem Brokkoli anfangen. So, der Brokkoli ist jetzt geschnitten und bereit zum Kochen. Am besten kocht ihr Wasser mit dem Wasserkocher aus, sonst dauert das natürlich noch länger. Wir machen das jetzt auch als erstes, weil es etwa 20 Minuten dauern wird. Also, einmal das und der Wasserkocher. Ein bisschen Salz kann man auch noch mit drauf.
So, wie gesagt, etwa 20 Minuten kochen wir den jetzt. In der Zwischenzeit machen wir dann das Hähnchen und den Reis. So, als nächstes ein bisschen Fett oder Öl, je nachdem was ihr habt. Ich habe jetzt in dem Fall Kokosnussöl. Bisschen, ja, bisschen heiß machen. Und dann gleich die Zwiebeln mit rein. Eine halbe Tasse Reis, 500 Milliliter heißes Wasser hinzugeben und den Reis. So, kennt ihr das hier? Gerne bei Nutella. Ah, das ist doch herrlich, oder? Das will man doch haben. Von der Brühe, also in dem Fall ist es Hühnerbrühe, brauchen wir ungefähr 3 gehäufte Esslöffel. 1, 2 und 3. Gut, als erstes das hier mal runterstellen auf die niedrigste Stufe, die ihr habt. Einen Esslöffel Curry hinzugeben. Und verrühren. Oh, das riecht auch schon richtig gut. Also vor allem der Wildreis. Wildreis, beste. So, Brokkoli ist soweit fertig, abgeschüttet. Und jetzt warten wir noch auf den Reis. In der Zwischenzeit können wir dann schon mal das Hühnchen braten. Der Reis sieht soweit auch schon mal ganz gut aus. Wir lassen den jetzt mal auf der Platte hier, auch auf der geringsten Stufe. Und machen hier das Huhn. Das haben wir hier. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Damit kann man nächstes Jahr die Geschenke noch einpacken. Oh, es riecht wirklich geil. Also das ist genau so, wie man es haben möchte. Ja? Ist jetzt nicht lange bei uns. Ja, eine halbe, dreiviertel Stunde war es jetzt im Kühlschrank. Wenn ihr das, wie gesagt, macht, auf jeden Fall über Nacht im Kühlschrank lassen. Bevor wir das jetzt anbraten, müssen wir die noch ein bisschen in Mehl wälzen. Ja, das ist kein Problem. Dazu nehmen wir einfach ein bisschen Mehl in eine andere Schüssel. So, das sollte ausreichen. Habe ich am Anfang vergessen, das Mehl zu erwähnen. Aber das Sinnvolle daran ist, dass die Hähnchenstücke dann so einen kleinen Schutzmantel bekommen. Und die Sache dann hinterher, ja, nicht wie paniert ist, aber schmeckt einfach besser hinterher. So, der Reis ist an der Stelle schon einigermaßen fertig. Also ein bisschen Flüssigkeit muss noch raus, aber garantiert. Auf der anderen Seite werden wir jetzt hier das Hähnchen braten. Es macht nichts, wenn an ein paar Stellen kein Mehl ist. Eure Hände werden auch so oder so komplett klumpig werden. Und ich glaube, idealerweise benutzt man da einmal Handschuhe dazu. Oder man wäscht die Hände halt einfach ab. So, wenn das dann knusprig ist, und da warten wir jetzt nochmal drauf. Ah, das kommt schon gut hier. Dann werden wir noch den Rest der Marinade dazu kippen. So, das meiste ist jetzt schon mal gewendet worden. Na, sehr fein. So, am Anfang auch vergessen, weil es nicht neu dazu gekauft wurde, weil ich es schon hatte, Sesam, ja. Da könnt ihr dann auch nach Belieben Sesam mit drauf machen. Eher gegen den Schluss, damit er nicht verbrennt. So, das finde ich ausreichend. Das kann man aber ganz nach Geschmack machen. Und die Lauchzwiebeln. Das ist jetzt eine Sache, die weicht vom ursprünglichen Rezept ab. Das mache einfach ich persönlich, weil ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe. Einmal nochmal einen Schuss Sojasauce drüber, über alles. Nochmal einen kleinen Schuss Honig und dann nochmal von der zweiten Limette ein ganz klein wenig Saft noch oben drauf. Je nachdem, wie das bei euch ist, könnt ihr auch mit der Restwärme arbeiten, einfach dann den Herd schon mal ausmachen und das einfach durchziehen lassen. Gerade mit dem Honig kommt das sehr, sehr gut. So, wir richten an. Wir fangen an mit dem Reis. Und festdrücken. Dazu das Huhn,
Am besten so, dass ihr dieses Türmchen nicht gleich wieder einreißt. So. Aber das ist so ein bisschen ja, die gesunde Beilage, damit man am Ende nicht aussieht wie der Oger vom schaurigen Berge. Das könnt ihr dann noch ein bisschen verzieren mit den Lauchzwiebeln oder ähnlichem, was ihr noch habt. Vielleicht nochmal hier einen Schuss Sojasauce, so mache ich das gerne. Ja, das ist das fertige Gericht. So, wir kommen zum finalen Geschmackstest. Ich fange mit dem Hähnchen an. Ja, das ist ja das Kernstück der ganzen Sache. Also, nicht übertrieben. Also ich dachte erst, das könnte ein bisschen zu scharf sein, wegen hier doppelt Chili, aber ist genau richtig. Der Reis, es tut mir fast leid, das kaputt zu machen, aber ja. Ja, der ist wirklich perfekt. Ist auf die Sekunde perfekt. Wildreis sowieso richtig geil und in diesem Türmchen ansehnlich, auf jeden Fall geil. Und soßentechnisch kann man da natürlich dann draufhauen, was man will. Soll ja auch User geben, die Soße Hollandaise mögen. Aber wie gesagt, das lassen wir mal so. Keine Soße in dem Moment hier. Und der Brokkoli, ja, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ne? Das ist, ja, okay, der ist halt noch geiler, als ich erwartet habe, weil wir haben den ein bisschen stehen lassen. Ne? Das war einfach technisch, zeittechnisch ein bisschen schwierig für uns, das hier so zu arrangieren, dass alles gleichzeitig fertig wird. Und wir haben den stehen lassen und dadurch ist der wirklich, ich meine, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der ist butterzart. Also 15 von 10 auf jeden Fall. So, wir stellen uns das hier jetzt weiter rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Im Top-Kommentar habt ihr das Rezept bzw. ja, die Zutaten verlinkt. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Haut da rein. Bis dann.